Wenn man so lange dabei ist, wird man gerne mal Gesprächsthema der anderen. Ich bin Paul von Watch Mojo Deutschland und heute zeigen wir euch unsere Top 10 Momente, in denen andere Shows sich über die Simpsons lustig machten. Oh, this Springfield place seems nice. We should visit here again. I don't know, Lois. This seems like a one-shot deal. Guys, we ain't here for fun, all right? We're here to find the police, report our stolen car. Oh, and don't drink the water. Everybody around here looks like they have hepatitis. Für diese Liste werden wir uns Fälle ansehen, in denen andere Shows auf die Simpsons verwiesen, sie parodierten oder ihnen huldigten. We're gonna find your car. We gotta think like a car. So let's fill up at that gas station. Nummer 10. Atatoy, Robot Chicken. Eine Parodie innerhalb einer Parodie. In diesem Robot-Chicken-Sketch präsentiert der Journalist Pat O'Brien von The Insider seinen Zuschauern seine Meinung zu einigen Shows, darunter auch den Simpsons. Tired of their liberal shenanigans, Fox owner Rupert Murdoch fired Simpsons-Creator Matt Groening and promises same show, brand new attitude this season. Morning, Apu. One order of freedom fries, please. Oh, for the love of my heathen god. They're called French fries, you fat, stupid American! I'm in the Homeland Security! Don't move! Rupert Murdoch findet jedoch, dass die Serie zu liberal geworden ist und gibt ihr eine Fox News-Einstellung. Als Apu auf Homer losgeht, weil er Pommes Fritz als Freiheit Fritz bezeichnet hat, stürmt der Heimatschutzer rein und verhaftet den ansässigen Quickie Mart-Angestellten. Die Simpsons genießen ein rot-weiß-gelbes Barbecue, während Apu angekettet ist. I hope Apu has learned his lesson. I am so sorry I ever dared question the wisdom and strength of the United States of America. Damn straight! Yeehaw! Hoffentlich macht da draußen jemand einen Dokumentarfilm über die problematische Inhaftierung von Apu. Und dies wäre auch nicht das letzte Mal, dass diese beiden animierten Universen aufeinanderprallen. Die Robot Chicken Bande hat zu mehreren Simpsons Couch Gags beigetragen. Einmal liefen sie in völliger Stop Motion und später mit verschiedenen Animationsstilen. Oh, cheap PVC smell. Oh no, I'm an action figure and I hate action. Nummer 9. Rate mal, was zum Abendessen kommt. The Real Ghostbusters. Mit gelber Haut, Überbissen und vier Fingern an jeder Hand würden die Simpsons zugegebenermaßen ziemlich abstoßend aussehen, wenn es sie in unserer Welt gäbe. Wenn überhaupt, dann würden sie weniger wie Menschen als wie paranormale Kreaturen aussehen. Sorry, Buggy Boy, but this is war! The Real Ghostbusters machten sich sogar über ihre seltsamen Erscheinungsbilder in dieser Episode lustig. Als sie aus dem Urlaub zurückkommen, stellen die Ghostbusters entsetzt fest, dass ihr Hauptquartier von einer gespenstisch gelben Familie übernommen wurde, die eindeutig den Simpsons nachempfunden sind. Und ebenso die Bundys aus Married with Children. Natürlich ist die Familie hier weitaus grotesker. Mit missgestalteten, schneckenartigen Körpern. Diese sogenannten Grungies entscheiden sich schließlich für einen Umzug, obwohl es ungewiss ist, wohin sie als nächstes gehen. It's impossible to get any peace and quiet around here. Fall, you've got something to say, remember? Well, you did kinda save my kid. Guess I should. Thank you. Vielleicht hat Maud Flanders sein Zimmer im Jenseits zu vermieten? Zu früh? But I've been wondering if your decision to take Maud was, well, wrong. Unless this is part of your divine plan. Oh. Could you just give me some kind of sign? Anything. And after all that church chocolate I bought. Nummer 8. Wähle M für Mutter, The Critic. Well, that's a clip from the new remake of Pride of the Yankees. The studio changed the ending because test audiences thought this one was nicer. Well, let me tell you. Life is not all happy endings, and you're mature enough to know the truth. The Critic war eine allzu kurzlebige Zeichenserie, die von Al Jean und Mike Rees geschaffen wurde, die in den Staffeln 3 und 4 von The Simpsons als Co-Showrunner fungierten. Jean kehrt in Staffel 13 als Showrunner zurück und hält diese Position seither. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Jay Sherman, der in Springfield Film Festival zu sehen war, denn dort hatte dieser Kritiker einen kleinen Auftritt. Goodbye, Mr. Sherman. If I ever play Carnegie Hall, I'll give you a call. And if you ever want to visit my show... Nah, we're not gonna be doing that. Die Simpsons haben Jade zwar nie besucht, aber The Critic hat mehrfach auf sie angespielt.
In diesem Metamoment behauptet Geraldo Rivera, dass Jays Anspielungen immer über die Köpfe seiner Zuschauer hinweggehen. Jay antwortet mit einer obskuren Anspielung, die eine Familie, die zu Hause zuschaut, frustriert. Die Familie wechselt den Sender zu Homer, der auf eine Hake tritt, und Bart, der seine Catchphrase sagt. First of all, it's been said that you talk over the heads of your audience. Well, Geraldo, to quote the last line of Gargantua and Pantagruel, on y soit qui mal y pense. Ugh, they curb violence, but they allow this. Oh! Ay, caramba! Nummer 7. Das automatisierte, animierte Abenteuer. Garfield und Freunde. Dieses Garfield-Segment leiht sich eine Seite aus Duck Amok, einer klassischen Filmsequenz von Warner Bros., in der der Trickfilmzeichner mit der Realität von Daffy Duck spielt. Hey, psst! Whoever's in charge here? The scenery! Where's the scenery? Stand back, Musketeers! They shall sample my blade! Abgesehen von einer Hommage an die Looney Tunes, kommentiert die Episode auch die zunehmende Abhängigkeit der Animation von Computern. Während Garfield digitalisiert wird, durchläuft er einige verschiedene Simulationen und parodiert dabei He-Man, Muppet Babies und verschiedene andere Zeichentrickfilme, die zu dieser Zeit populär waren. Gerade als Garfield denkt, er könnte nicht noch schlechter aussehen, bekommt er stacheliges Haar und wulzige Augen à la Bart. This is as bad as I could possibly look. I was wrong. This is worse. Was Garfield betrifft, so ist dies ein neuer Tiefpunkt. Er hätte sich wahrscheinlich in Scratchy's Haut wohler gefühlt. I brought you more lasagna, cousin. Nummer 6. Ein großes Stück Müll. Futurama. Es dauerte fast eineinhalb Jahrzehnte, bis Die Simpsons und Futurama ein vollwertiges Crossover auf den kleinen Leinwänden hatten. Don't drink my loved ones! Don't bite my shiny metal ass! A robot with a catchphrase! Natürlich hatten sich beide McGroening-Shows zuvor schon mehrmals gegenseitig erwähnt. Im Fall von Futurama kommt der lustigste Fall in Staffel 1, als die Planet Express Crew auf einem riesigen Müllball landet, der auf die Erde zufliegt. Fry könnte nicht aufgeregter sein, als er einen Haufen ausrangierter Bart Simpsons-Puppen entdeckt. Mit Nancy Cartwright als originale englische Stimme sagte eines der Puppen Barts ikonischen Slogan Eat My Shorts, den Bender wörtlich nimmt. Look, a real Beanie Baby. Oh, a Mr. Spock Collector's Plate. Oh, some Bart Simpson Dolls. Eat My Shorts. Okay. Das ist eigentlich eine clevere Versteigerung all der Waren, die Bartmania in den frühen 90ern hervorgebracht hat. Wir nehmen an, dass die unverkauften Bartprodukte irgendwo hin mussten. I save these for you, Bart. You always have them to remind you of the time when you were the whole world's special little guy. Thanks, Mom. And now you can go back to just being you instead of a one-dimensional character with a silly catchphrase. Go! Ay, caramba! Nummer 5. Tagtäglich am Nachmittag. Tiny Toon Abenteuer. Während diese Tiny Toons Episode in erster Linie SNL darstellt, ist der Gastmoderator unverkennbar eine Karikatur von Bart Simpson, wenn auch mit lila statt gelber Haut. Thanks, man. I'm Blarge Simpleton. You know, I was nervous about doing this show, but hey, I've been working in cartoons all my life, so what's the big deal? Genau wie Bart stammt auch Blarge Simpleton aus seiner Zeichentrickserie, die ziemlich realitätsbezogen ist. Blarge steht ein böses Erwachen vor, als er am Tiny Toons Set ankommt, wo regelmäßig Figuren in die Luft gejagt, bei lebendigem Leib aufgefressen oder verstümmelt werden. Unglücklicherweise kann Blarge seine Pflichten als Gastgeber nicht verleugnen und fällt schließlich mit dem Rest der Besetzung durch die Bühne. Blarge wird im Englischen von Tress MacNeille gesprochen, die auch Babs Bunny sprach. Lustigerweise gab sich Babs in einer anderen Episode als Marge, Bart und Maggie aus. I know. Let's all have some cupcakes. Yummy and nutritious. Cupcakes. Cool, man. Noch passender ist, dass MacNeille auch verschiedene Nebencharaktere in Die Simpsons gesprochen hat. I collect pictures of cakes that I clip out of the magazines. It all started in 1941, when Good Housekeeping featured a photo of a lovely cake. You wouldn't happen to have any real cakes around here, would you? Oh my, no, I don't care for cake, too sweet. Nummer 4. Duckman und Corn für den Haunted Society Plumbers.
Duckman. Die von den ehemaligen Eheleuten Aline Klasky und Gabor Schupo gegründete Firma Klasky Schupo lieferte die Animation für die originalen Simpsons-Kurzfilme in der Tracy Ullman Show. Fresh chocolate chip cookies. Oh, don't touch those yet. They're very, very hot. Aha, no one's around. The perfect crime. Die Firma produzierte auch die ersten drei Staffeln von Die Simpsons, bevor sie sich auf Shows wie Duckman fokussierten. Die Duckman-Crew machte ein paar Anspielungen auf ihre Simpsons-Wurzeln, vor allem in dieser Folge. Nachdem sie einen packenden Fall geknackt haben, werden Duckman und Cornfed mit Donuts belohnt. Donuts? At least there's one thing we can be grateful for. There's no such thing as ghosts. Sie werden plötzlich mit einem scheinbar echten Gespenst konfrontiert, das sich dann aber als Homer unter einem Bettlaken entpuppte. Denn Castellaneta selbst tritt als Homer auf und recycelt sogar eine Zeile aus dem alten Tracy Ullman Kurzfilm. The perfect crime. What the hell are you staring at? Nummer 3. Kanaljäger. Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen. Auf einer Reise durch den Äther fügt sich Timmy Turner in zahlreiche Parodien klassischer Zeichentrickfilme ein. I remember this. This is that Christmas special that I used to watch every year with my parents. Eine der Sendungen, an denen Timmy teilnimmt, heißt Die Feldmans, die mit einer getreuten Nachstellung des Die Simpsons-Intros beginnt. Nach einem Gag auf der Tafel flieht Timmy vom Nachsitzen, wobei Cosmo als sein Skateboard dient. Why would Vicky run in here? This is the longest running animated show on television! Timmy trifft auf eine Handvoll Einwohner, die den Einheimischen aus Springfield nachinspiriert wurden, sowie Krusty der Clown, Ned Flanders und Barney. Vicky stiehlt derweil aus Elbatos Buch und zerstört das Atomkraftwerk. Ein nachfolgender Unfall verwandelt den Barney-Doppelgänger in einen radioaktiven Mann. Doch selbst mit diesen neu entdeckten Kräften zieht es ihn immer noch zu Moose. Außerdem spricht Alec Baldwin Zukunfts-Timmy und ist sicher froh, weit weg von Homer zu sein. You're crushing my husband. Billy Baldwin! I'm Alec Baldwin. Could you get off me? Nummer 2. Der Simpsons-Kerl. Family Guy. Ehrlich gesagt könnten wir wahrscheinlich eine eigene Liste für alle Male erstellen, in denen sich Family Guy über die Simpsons lustig macht oder halt umgekehrt. Huh. Guess we're in a town called Springfield. Springfield, eh? What state? I can't imagine we're allowed to say. Im Moment gibt es aber kein besseres Beispiel als die Crossover-Episode, in der die Griffins auf Springfield treffen. Zuerst verstehen sich die Simpsons und die Griffins aufgrund ihrer Ähnlichkeiten sehr gut. Sie erweisen sich jedoch als zu ähnlich, als Homer Peters Lieblingsbier beschuldigt, ein Duff-Imitator zu sein. Oh, this is just the same as Duff, but like worse. Hey, come on now, this is my favorite beer you're talking about. Hell, I work for the company, it's my livelihood. Oh yeah? Well, your livelihood is based on fraud. Look at this. Huh? Während die Family Guy Autoren ebenso viele Schüsse auf sich selbst abfeuern, scheuen sie sich auch nicht, die Müdigkeit, die die Simpsons-Fans in den späteren Staffeln spüren mussten, anzusprechen. Dies läuft auf einen Kampf mit dem Riesenhuhn, ohne das Huhn, zwischen Peter und Homer hinaus. Erwartet nicht, dass die Simpsons in absehbarer Zeit einen längeren Aufenthalt in Quahog haben werden. Wenn man über 30 Jahre lang auf Sendung ist, ist es ziemlich natürlich, dass Leute darüber sprechen. Meistens ist es dann ein Kompliment. So komisch es vielleicht ist, ist wahrscheinlich Nummer 1 auch ein Kompliment, obwohl sich die Jungs normalerweise über alles und jeden lustig machen. Lasst uns also vorher noch ein paar lobenswerte Erwähnungen anschauen und dann zu Nummer 1 voranschreiten. Hand zu Gott, Arrested Development. Nur weil sie in Harvard studiert haben, sind sie noch lange nicht alle Freaks. The father's some guy from Harvard, but that's all I know. That's great. It's probably some geek Simpsons writer's kid. Mode, Portlandia. Copyright abgelaufen. Your Honor, this guy has been making bootleg Simpsons merchandise. Bart Scampson. He is quite a scamp. Scampson. Bart Scampson. Ska, like the music ska. Dirty Dancing. Die Dinos. Hab kein Stegosaurus, Mann. This is why TV stinks. One show's a hit. They make 50 more like it with the same characters and the same premise. Don't have a cow, man! Den Bösen spielen. American Dad. Hat Bart nicht bereits einen gefälschten Ausweis erhalten, der ihn nach Knoxville brachte? Whatever. Okay, next idea is ready. Mike Rotch?
I'm looking for my crotch. Verfolge deinen Schrittverstärker. Solar Opposites. Das alles sollte gefälligst Kanon in Space Jam 2 werden. Oh, remember that day when everything was a musical? Yeah, or what about when we teamed up with the Simpsons for a game against the Monstars from Space Jam? Bevor wir nun fortfahren, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video von WatchMojo Deutschland mehr zu verpassen. Nummer 1. Simpsons haben es bereits gemacht. South Park. In einem hoffnungsvollen Streben nach der Weltherrschaft ärgert sich Butters darüber, dass seine besten Ideen bereits in die Simpsons verwirklicht wurden. Okay, how about this, Dougie? I'm going to pose as a real estate agent and con everyone in town into buying a monorail and then skip town with all their money. No? Simpsons did it. They did it episode 204. Matt Stone und Trey Parker wissen, wie Butters sich fühlt. Denn auch sie haben sich einige großartige Ideen einfallen lassen, nur um dann festzustellen, dass die Simpsons ihnen bereits zuvor gekommen sind. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür ist in Staffel 6, als sie planten, Cartman die Sonne verdunkeln zu lassen. Schon während des Schreibens dieser Folge wurden sie darauf aufmerksam gemacht, dass eine Nebenhandlung, in der Cartman durch Seeleute verehrt wird, eine Baumhaus des Schreckensgeschichte widerspiegelt. Welcome to our world, most gracious Lisa. Your world is incredible, and you speak English. We have listened to you speak since the dawn of time, O Creator, and we have learned to imitate you exactly. Dieser Zufall brachte am Ende jedoch alles zusammen, als Butters erfährt, dass es in Ordnung ist, wenn die Simpsons etwas zuerst getan haben. Außerdem würde South Park eher zum Vergleich mit die Simpsons einladen, als mit Family Guy. You don't like Family Guy either, huh? I hate Family Guy. Stimmt ihr unserer Liste zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaut euch auch diese Videos von WatchMojo Deutschland an und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.